Bremst geschickt zusammen. Die Anlaufgeschwindigkeit des ehemaligen Slalom-Spezialisten. km/h haben jetzt eine richtig kräftige Anlaufgeschwindigkeit. Er erreicht 145 km/h die Anlaufgeschwindigkeit. Dann Hansi Eller, Startnummer 395, im Mini-Körgerschirrung. 0212, 2012. Die Anlaufgeschwindigkeit von Holger Brüssel. Ja, 152 km/h, die Anlaufgeschwindigkeit. Ja, mit 148 km/h zunächst mal in der Anlaufgeschwindigkeit. Und dann wir dann. Das Fahren der Rennschau. Die Fahrer langsamer. Noch etwas schneller. Die Fahrer langsamer. Das ist würde ich sagen. 1,47. Mit den Startnummern 398, 367 und 364 und auch die 360. Und die Zeiten eigentlich richtig relativieren kann. Bisher musste man nach Gehör schauen, ob er vom Gas gegangen ist oder nicht. Georg Waldinger, wow! Was war das? Der amtierende deutsche Bergmeister, diesmal besser. 2:10:53. Das war. Das war ein
zweiten Einsatz mit diesem Fahrzeug. Die Startnummer 85 Frankfurt-Brenn. Der Umsetzer in Hamburg auf seiner Hausstrecke nahe seiner Heimat liefes bestens liefes Thema, aber vorher mit diesem Bob Escort zum Klasse. Ich zähle mit dem Abfangtiler mit 2.17.04. 2.17.04 für die 321 für den Benjamin Bellingrad. Sieger der 2-Liter-Klasse aus dem Jahre 2004, dass sich das Auto, was er hier einsetzt, teilt mit Manfred Lebe, also mit ihm zusammen ein Team bildet. Und das ist ja mit 5 Sekunden 2.09.68. 2.09.68. Und es müsste bereits weitergehen mit der 2-Liter-Klasse der Gruppe A. Ich denke, Gino Plus ist bereits hier in der Anfahrt. Aber wie gesagt, ich werde noch einige Rennen machen. Van Valentin Schneider, er ist Fünfter, hat nur einmal trainiert hier heute Morgen. Sechster war Björn Eberle, habe ich schon auf der ist hier Pesch vom MSC und hat das Auto in der Ruhe wieder für die neue Saison vorbereitet. Der sechste verpasst er nämlich Valentin Schneider. Ja, 2.36. In der 2-Liter-Klasse die Startnummer 3. Ja, das ist das erste Auto.
bereits unterwegs, nämlich mit Thorsten Freud unter Startnummer 223. 5 cm der GmbH hinein.